Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein Päckchen von der lieben Anja bekommen und auf YouTube kennt ihr sie bestimmt unter dem Namen 21 Stump Street. Ich werde euch wie immer alle wichtigen Links in die Infobox packen, also schaut da mal vorbei, wenn ihr wollt. Ich freue mich so mega doll, aber oh mein Gott, Anja, Mensch, du hättest mir doch nicht so ein großes Päckchen schicken müssen. Sie wollte mir eigentlich nur einen Eckenabrunder schicken, weil, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat sie sich einen neuen gekauft. Dieses Tape hier ist ja auch mal cool, mit Schmetterlingen und Briefe, total genial. Wo gibt's sowas schon wieder? Ich habe manchmal das Gefühl, ich komme überhaupt nicht hinterher mit all den tollen Sachen. Jedenfalls fangen wir hier mal an und öffnen das mal. Ich habe auch noch nicht reingeguckt oder so. Hier möchte ich euch gerade mal die Karte zeigen. Die ist wunderschön, Anja. Total hübsch. Dankeschön. Und auch Dankeschön für die ganzen lieben Worte, die du mir geschrieben hast. Und ja, dass du mir auch so ein bisschen was über dich erzählt hast. Sowas finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hier sind so viele tolle Sachen. Ja, ich fange einfach mal oben an und arbeite mich dann durch. Oh mein Gott. Der Wahnsinn, sind die hübsch. Oh mein Gott, und die Uhr hier und die ganzen Blumen und Schmetterlinge. Oh, und Lilien, ich mag ja Lilien auch so gerne. Oh, sind die schön. Das ist ja auch cool. Die habe ich, glaube ich, kurz zuvor noch in der Bastelgruppe entdeckt. Da hat einer, glaube ich, ein Pocket Letter damit gestaltet oder war für Pocket Letter einkaufen. Ich habe keine Ahnung, irgendwie so. Aber das ist ja richtig cool. Dankeschön, da freue ich mich. So Sprüche kann man immer gut gebrauchen dafür. Und ja, richtig toll. Oh, da hast du genau ins Schwarze getroffen. Dankeschön. Kann ich zurzeit mega gut gebrauchen. Solche Holzteilchen kann man auf jeden Fall auch immer gut gebrauchen. Dankeschön dafür. Und ja, Schmetterlinge. Ich liebe Schmetterlinge. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile ja auch schon mitbekommen. Die landen bei mir fast überall. Und ja, die sind halt einfach toll. Hier, die Verpackung ist auch voll schön. Hast du die selbst gemacht? Bestimmt, oder? Das sind doch solche ähnlichen, wie hier auf dem Briefumschlag drauf war, oder? Sowas hier in der Art. Bloß halt nicht mit so knalligen Farben, sondern ja, ein bisschen anders. Das ist ja richtig cool. Gibt's die jetzt auch beim Action? Oh, die sind schön. Dankeschön. Da freue ich mich voll drüber. Oh, sowas kann ich immer gut gebrauchen. Ja. An der Seite guckt's auch raus. Total cool. Dankeschön. Mega cool. Und dann haben wir hier noch sowas. Es fässt sich an wie Washi-Tape. Aber es ist ganz schön breit. Ja doch, aber das ist Washi-Tape. Das ist ja mal cool. Die Farben hiervon finde ich auch sehr, sehr schön mit den, ja, schwarz-weiß-grau. Finde ich total cool. Und dann mit Blümchen. Hier haben wir so ein kleines Präsent. Oh, und du hast alles so schön eingepackt. Oh mein Gott. Und dabei hast du doch gar keine Zeit im Moment. Du hast ja so viel vorzubereiten. Ah, hier sind die Eckenabrunder drin. Oh, wie cool. Und die hast du auch selber gebastelt, stimmt's? Die hebe ich auf jeden Fall alle auf. Also sowas schmeiße ich nicht weg. Sowas, ja, kann man ja wiederverwenden oder so. Das ist einmal so eine kleine Ecke und eine etwas größere Ecke. Finde ich richtig toll. Ich habe ja schon seit Ewigkeiten vorgehabt, mir so ein Teil zu kaufen. Aber ja, wenn man danach googelt, man hat so viele verschiedene... Und von daher, Dankeschön, dass ich nun zwei von deinen haben darf. Oh, ich finde das so lieb. Oh, wie süß. Das Witzige ist ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Pocketletter mit dem bekommen. Oh, das ist cool. Jetzt habe ich den auch noch so. Jetzt kann ich mir den vielleicht hier irgendwo hinhängen oder ja auch irgendwie verbasteln. Mal gucken. Oh, Dankeschön. Das ist ja lieb von dir. Da freue ich mich auf jeden Fall. Ja, das ist so zum Aufhängen. Oh, ist das niedlich. Hänge ich mir vielleicht ans Fenster oder so. Oh, die habe ich noch nicht. Die ist wunderschön. So richtig tolles, kräftiges Blau. Und dann haben wir hier noch so silberne Glitzersteinchen. Die sind auch richtig, richtig schön. Vor allen Dingen hier so verschiedene Größen und ein Blümchen und sogar hier auch noch solche Ovalen. Die sind total schön. Dankeschön. Da freue ich mich. Die werden bestimmt auf Pocket Letter landen. Das Band finde ich irgendwie auch interessant.
Ich weiß gar nicht, aus was für ein Material. Das ist fest sich an wie Papier irgendwie. Cool. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Anja! Sie hat mich ja gefragt, ob ich noch was vom Action gebrauchen kann. Und wie das immer so ist, wenn man gefragt wird, mir fällt dann immer nicht wirklich was auf Anhieb ein. Aber Washi-Tape ist mir eingefallen. Also so dünnes Washi-Tape, davon habe ich nämlich noch nicht besonders viel. Aber da hättest du noch nicht so viel einpacken müssen. Der Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, eine so eine kleine Packung oder so. Aber schaut mal, wie viele verschiedene das sind. Und so schöne. Und die Packung, die hast du genau passend gebastelt. Finde ich ja cool. Nimm es, wie es ist, oder mach was draus. Na, mal gucken. Wird mir bestimmt was einfallen. Oh, was ist das denn? Ups. Das tierische Tagebuch, meine Katze. Oh, wie süß. Das ist total cool. Da kann man dann so Bilder reinmachen von seiner Katze und was zu schreiben und so. Und das Witzige ist, ich habe vor einer Weile mal von so einem Futtershop, die hatten mir so ein Testpaket zugesendet, habe ich genau so was Ähnliches für Hunde bekommen. Jetzt habe ich das für Akuma auch noch. Ach, ich finde das cool. Dankeschön. Im Übrigen müsste ich Akinas auch mal weitermachen. Ich wollte da ja auf meinem Zweitkanal, also auf Akinas Kanal quasi, ein Video zu machen. Und ich denke mal, wenn ich das denn hier fertig habe, dann werde ich da auch ein Video zu machen. Oh, das ist schön. Nee, auf jeden Fall, das mache ich gerne. Oh, ist das schön. Das gefällt mir gut. Hier kann man ankreuzen, was für eine Persönlichkeit das ist. Oh, Angewohnheiten meiner Katze, Katzensprache, Körperpflege. Da schnurrt die Katze. Lieblingsspiele, Lieblingsschlafplätze. Oh, ist das cool. Sowas mag ich gerne. Dankeschön. Und sogar hier mit Rezepte. Sowas mache ich auch gern. Also ich backe auch voll gern für meine Tiere. Und auf Akinas Kanal, wer den noch nicht kennt, Link ist in der Infobox. Also unter jedem Video auf jeden Fall immer zu finden. Und da backe ich auf jeden Fall auch ab und zu mal. Ich habe ein ganz, ganz altes Backvideo da noch, aber ich wollte demnächst auch mal ein etwas neueres machen. Und oh, voll schön. Vor allem diese Rezepte, die hier sind, die kann man oft auch für beides nehmen, also für Hunde und Katzen. Bei Akina ist halt auf jeden Fall nur wichtig, dass kein Getreide drin ist. Bei Akuma achte ich ja auch drauf, aber wenn hier so ein normales Mehl ist, das kann man ja auch ersetzen mit Kartoffelmehl und so. Oh, ist das schön. Dankeschön. Oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich einfach nur mega doll darüber. Wie bist du denn darauf gekommen? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Anja, du bist ein Schatz. Dankeschön. Love this so much. Okay, es gibt vieles, was ich mag. Was haben wir denn da? Oh mein Gott! Das ist so cool! Dankeschön! Das ist einer von den wunderschönen Scrapberry-Stempeln und ich finde ja diese Elfe oder Fee hier und die Katze mit den Flügelchen so niedlich! Dankeschön! Ich wollte mir immer schon einen kaufen und ich habe mir sogar schon mal einen davon gekauft. Das war damals bei diesem komischen JL Kreativshop. Aber da gab es ja so viele Schwierigkeiten damit und diese Person hat sich einfach auch nicht gemeldet und man wusste nicht, was Sache ist und man musste Ewigkeiten warten. Auf jeden Fall, am Ende habe ich dann mein Geld zurückbekommen, weil irgendwas nicht lieferbar war oder danach hatte ich einfach keine Nerven und keine Lust mehr und hatte dann in der Zwischenzeit auch schon andere Sachen gekauft und irgendwann bin ich dann wieder davon abgekommen. Und ja, jetzt habe ich endlich ein Dankeschön und auch noch so ein schönes Motiv. Also ich glaube, den hatte ich mir sogar damals ausgesucht. Oh, ist das schön. Dankeschön. Und jetzt haben wir hier noch, weil Auspacken Spaß macht. Ja, Auspacken macht definitiv Spaß, da stimme ich dir zu. Auspacken macht immer eine Menge Spaß. Aber Einpacken macht mir auch Spaß. Also ich mag beides gern. Einpacken frisst nur immer so viel Zeit. Das sind hier solche, wie heißen die denn jetzt? Chipboard-Teile, genau. Chipboard-Sticker. Die sind ja schön.
Schmier, sowas traut man sich kaum zu benutzen, was ja eigentlich Quatsch ist, weil wozu hat man es denn sonst, ne? Ich glaube, dazu habe ich auf jeden Fall auch das passende Papier von so einem großen Action-Block und kann man bestimmt auch ein super Pocket-Letter draus zaubern. Tausend Dank dafür. Sowas finde ich toll. Hier haben wir auch... Ah, wie cool. Zum Reisethema. Ja, das hätte gut zu unserem Kooperationsbastelthema gepasst, ne? Den Koffer und der Kamera und den Koffern hier. Total cool, dankeschön. Ja, falls irgendwann nochmal so ein Thema kommt oder so, habe ich auf jeden Fall was. Total schön. Wo gibt's die denn? Sag mir jetzt nicht, dass es die auch beim Action gibt. Wir haben immer viel zu viele tolle Sachen. Also auf der einen Seite bin ich natürlich traurig, dass ich so einen Laden nicht habe, aber auf der anderen Seite irgendwie auch froh, weil ich glaube, sonst wäre ich einfach mal dauerhaft arm. Und hier haben wir... Oh, ja, das ist genau sowas, was ich meinte. Oh, bist du lieb. Dankeschön. Du hast tatsächlich sowas bekommen. Ich habe nämlich, wo sie gefragt hatte, was ich noch so gebrauchen kann, geschrieben, dass ich diese Stanzblöcke vom Action toll finde. Also wo man so 3D-Bilder mitmachen kann oder die man halt einzeln verwenden kann. Und ja, sowas gibt's aber, glaube ich, fast nie dort. Auf jeden Fall höre ich immer, dass die ausverkauft sind ständig. Und jetzt hat sie tatsächlich einen davon bekommen. Dankeschön. Und noch mit so schönen Motive. Hier mit so Rahmen. Oh, da kann man wunderbar was hinterkleben oder was reinkleben. Oder hier mit so Schmetterlingen. Ist das schön. Hier auch mit so einer Borte. Die sind wunderschön. Dankeschön. Oh, sind die schön. Ach ja, ich bin echt immer wieder sprachlos. Hier auch. Oh, schön. Ist das toll. Oh Gott, und ich werde mir auf jeden Fall was Schönes für dich überlegen. Oh, und hier ganz viele einzelne Sachen. Oh, sowas ist auch immer toll. Ich mag ja so kleine Details und Schnullifax und so. Hier ist dann auch noch ein etwas bunterer. Und da ist schon so ein Foxy drauf. Oh mein Gott. Ein Foxy. Und Cupcakes. Oh, und Happy Birthday. Ja, das kann man gut für Karten vielleicht benutzen hier unten. Das ist alles zum Thema Happy Birthday. Kann das sein? Oder kann ich ja Geburtstagskarten. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Geburtstagskarten en masse basteln. Wobei man solche Sachen natürlich auch einzeln verwenden kann. Ne? Man muss das nicht für Geburtstagskarten benutzen. Ah, oh, wie süß, das ist der Fuxi. Hier mit Geschenk und hier mit der Torte und dem Eis. Oh, das könnte ich sein. Kuchen und Eis, yay. Hier so ein Clown. Okay, Clowns fand ich früher immer gruselig, muss ich sagen. Aber der Fuxi, der ist süß. Dankeschön. Hier ist der nochmal mit so einer großen Torte. Und dem Geschenk. Auf der letzten Seite ist nochmal alles Mögliche drauf. Anja, du bist wirklich ein Schatz. Dankeschön. So ein verrücktes Huhn. Du hättest mir doch nicht so viel schicken müssen. Das ist der Wahnsinn. Und alles total nach meinem Geschmack. Also ich bin wirklich immer wieder begeistert, wie gut ihr aufpasst. Und ja, wie gut ihr alle meinen Geschmack trefft. Das ist der Wahnsinn. Vor allem auch hier dieses Stempelset. Also... Ich freue mich megamäßig und auch für das Washi-Tape und allgemein die ganzen Vintage-Sachen. Und natürlich das Katzenbuch, das ist so der Knaller. Und wie gesagt, also wenn ich das irgendwie mal dann fertig habe, ich habe ja zurzeit noch Urlaub, da schaffe ich vielleicht ein bisschen was, dann werde ich da bestimmt ein Video machen. Ich muss nur gucken, ob ich das auf diesen Kanal oder auf den anderen Kanal mache. Wobei es ja eigentlich besser auf den Tierkanal passen würde, ne? Tausend Dank an dich auf jeden Fall und... Ja, sei gewiss, da kommt irgendwann eine Revanche. Das kann ich so nicht stehen lassen. Und ja, ich hoffe, ihr anderen hattet auch viel Freude am Video. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.